So, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von mir. Das letzte ist ja schon ein bisschen länger her. Ja, um was geht es hier eigentlich? Ich habe wegen eines Projektes mir ein Account gemacht bei FreePick. Das ist hier übrigens jetzt keine Werbung, das ist jetzt einfach nur, was jetzt die nächsten Videos werden. Und wenn du hier einfach so einen Premium-Account hast, dann kannst du mindestens so 100 Sachen, die da sind, pro Tag, solange du deinen Premium-Account hast, halt herunterladen. Und ich habe es halt gebraucht für ein Projekt von mir. Und ich habe mir halt so gedacht, wenn ich jeden Tag wirklich 100 Bilder zur Verfügung habe, dann kann man das ja auch nutzen. Und da kam ich jetzt einfach mal auf die Idee, jetzt in den nächsten Tagen, einfach mal aus Neugierde, ob ich das schaffe, meine Kreativität herauszufordern, zu fördern, wie auch immer. Und ich habe mir einfach mal gedacht, ich challenge einfach mich mal selber und möchte einfach jetzt mal einfach drauf losarbeiten. Jetzt kann man ja sagen, okay, ganz spontan, was kann man da machen? Da fällt mir so ein bisschen schwer. Also werde ich tatsächlich mit Hilfe von solchen Wörtergeneratoren mir gewisse Wörter ausgeben lassen und daraus werde ich dann ein Composing machen. Die Regeln diesbezüglich sind halt folgende. Erstens, ich kann dreimal würfeln. Also ich werde das hier gleich in drei Tabs machen, kann dann halt dreimal würfeln, a zu 10 Wörtern. Und ich muss mindestens 3 dieser Wörter, Elemente, wie auch immer, ins Composing reinnehmen. Ne? Also, ja. Und ich selber gebe mir so fürs Composing allgemein so etwa 2 Stunden Zeit. Ja, dann wollen wir es mal probieren und gleich mal anfangen. Das werde ich jetzt mal in nochmal 2 weiteren Tabs öffnen. Und werde hier die Wörteranzahl auf 10 raufsetzen. Es gibt auch andere Seiten, die solche Word-Generatoren, aber aus irgendeinem Grund finde ich das, was halt herauskommt, da einfach schlüssiger. Okay, bei zufälligen Wörtern das Wort schlüssig zu benutzen, ist ein bisschen gewagt. Aber aus irgendeinem Grund gefällt mir der hier am allerliebsten. So. Dann wollen wir mal uns 3 Alternativen, also so 3 Dinge zur Auswahl. Und das erste, Historiker, Lucifer, Bad, Traktion, Toaster, Bosheit, Bazooka, Königlich, Epitaph, Diener. Das klingt ja schon mal. Okay. Ne? Da hat man doch schon einen Toaster. So ein alter, mittelalterliches Ding und ein Toaster. Bosheit, Bazooka, Königlich. Okay, was macht der andere? Kneipen, Arbeit, Trinkbar, Fahrkarte, Schlucht, Tenor, Spaghetti, Verhütung, Feuerzeug, Behindert. Okay. Und Taste, Rückseite, geschieden, Besuch, Jet, Lampe, Hergeben, Motorrad, Südamerika, Mundstück. Okay. Besuch in Südamerika mit einem Jet, der abgestürzt ist. Ob man mit einer Lampe. Mit einer Lampe herumrennt.
Und die Frau, also die neue, vielleicht so eine Braut, die dann da neben diesen abgestürzten Jettern halt ist und dann irgendwie so sagt, boah, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, auf diese Art von Flitterwochen lässt sich dann halt scheiden. Das wäre das. Kneipen, Arbeit, Trinkbar, Fahrkarte, Schlucht, Tenor, Spaghetti, Verhütung, Feuerzeug, behindert. Ja gut, wenn wir Kneipen und Arbeit, ne, jemand hinter der Kneipe, ne, so eine Trinkbar, das ist ja so überall so überall Flaschen, da liegt noch eine Fahrkarte rum. Und diese Kneipe könnte vielleicht so richtig genial, oh, so eine Kneipenschlägerei, so, ne, diese Kneipe ist so im Eingang einer Schlucht quasi. Und da ist dann irgendwie so pappmäßig und dann ist er so ein Sänger da irgendwo hier in der Mitte, hier, nicht in der Mitte, hier ganz, ganz etwas weiter rechts. Spaghetti, ja gut, jemand hat dann halt irgendwie hier Spaghetti liegen gelassen, Verhütung, Feuerzeug, behindert, ja, lässt sich einiges machen, aber ich glaube. Ich werde tatsächlich hier raus. Das ist Traktion. Ich glaube, ich werde von den dreien, die da sind, werde ich tatsächlich den hier nehmen. Gut, da lässt sich jetzt einiges draus machen. Das sind jetzt meine Bilder, Wörter, was auch immer, die ich mit einem bauen muss. Und ja, ich wünsche euch jetzt nun viel Spaß.